Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den snesprojects.de. Und ich möchte an dieser Stelle euch gerne nochmal alle dazu einladen, bei den SNES Projects mal im Forum vorbeizuschauen. Ihr könnt da gerne kommentieren und so weiter. Jetzt hatte ich einen übelsten Mega-Monster-überkrassen Ultra-Lag. Oh yeah. Das heißt also, ich soll nicht so viel schwafeln, sondern lieber weitermachen. Unsere Königin fürchtet nichts. Selbst Paramus kniet vor ihrer Schönheit. Nieder? Wahrscheinlich nieder, ja. Genau. Wir sind die Geliebten der Königin. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ah ja, okay. Und ich halte das für eine sehr wichtige Aufgabe, jetzt doch noch endlich mal den Timer zu stellen. So, Stoppuhr, Start. Hammer. So, dann gucken wir mal weiter. Und da ist nochmal die Miezekotze. Ich glaube, mit der hat man schon geredet. Schnurr! Ein Kind. Hey, ein Kind. Lasst uns alle zusammen singen! Oh ja. Was sagst du? Runde Knöpfe öffnen die Tür. Doch welchen drücken? Erst den linken im Osten, dann den rechten im Westen. Moment. Zettel. Zettel. Drucker. Der Drucker hat immer ganz viele große Zettel. Erst den linken im Osten, L-O. Dann den rechten im Westen, R-W. Weiter geht's. Dann den linken im Westen, links Westen, L-W. Und zuletzt den rechten im Osten, R-O. Um sich's mal zu merken, L-O-R-O. Loro. Okay, alles gemein. Das ist ja eine richtige Eselsbrücke, mein Gott. Die Lieder der Kinder bergen ein Geheimnis über die Pyramide. Aber ich verstehe sie nicht. Lieder der Kinder. Okay. Lass uns ein Lied singen. Das war der Typi da oben. Ob der jetzt mit uns ein Lied singen tut? Singst du mit mir? Hey, sing mit mir. Lass uns alle zusammen singen. Mann. Ich habe auch nirgendwo hier singen im Auswahlmenü. So einen blöden Mist, ey. So, gucken wir mal weiter. Ihr seid alles keine Kinder. Oh, da ist ein Professor. Habe ich mal schon mit ihm geredet? Ich weiß es nicht mehr. Die Pyramide ist das königliche Grab. Viele Könige wurden dort mit ihren Schätzen begraben, aber sie wurden schon häufig von Dieben geplündert. Es befindet sich niemand in dieser Richtung. Ein Pick blättert durch den Bücherregal. Prima, du findest Trotzbuch. Ein Trotzbuch. Ein T&T-Ticket. Sehr nice, sehr nice. Da ist nichts Interessantes drin. Wahrscheinlich nur um die Taschentücher und so ein Scheiß. Verschlossen, na toll. Ah, Pick. Du würdest unsere Königin bestimmt zufriedenstellen. Uiuiuiui. Aber nicht doch schon wieder so eine Aktion wie im Puffdorf. Ein Speer liegt auf dem Regal. Ach ja, da waren wir schon. So, guten Tag. Es gibt viele Fallen in der Pyramide, sei vorsichtig. 1000 Katzen hier. Eine unsichtbare Wand. Hä? Wo ist sie noch? Miau! Ach, da ist eine Katze. Eine unsichtbare Katze! Miau! Ich bin die unsichtbare Cat. Invisible Cat, das hört sich an wie so ein DC-Comic. Die unsichtbare Katze, Mama! Oh. Ja, hier war ja nichts weiter. Also, gehen wir zurück in die Dorf. Und wenn wir in die Dorf sind, dann können wir uns gleich mal hier ausrüsten, weil ich habe ja schon mal ein bisschen weiter geguckt, aus Versehen. Da ging dann eine Aufnahme ein bisschen flöten. Deswegen weiß ich das noch. Willkommen im Warenladen. Wie kann ich dir helfen? Wir werden nämlich erstmal den Pick ein bisschen ausrüsten. Aber nicht mit den Sachen hier, sondern mit anderen Sachen. Ah, da unten ist der Onkel. Der Verkaufer-Onkel, ja. Und zwar Verteidigung braucht Pick extrem viel. Eisenrüstung für Pick. Nein. Ja, räumen wir auf hier. Also dann, möchtest du, ja, legt Eisenrüstung an. Was möchtest du noch kaufen? Einen Eisenschild, natürlich. Ja, also es tragen, Pick. Ja.
Was haben wir noch so Schönes? Wir können uns ja kaum noch was leisten, ja. Oh man. Halt. Sachen wieder verkaufen ist ja... Nein, nicht kaufen. Oh, Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Den Lederharnisch können wir verkaufen. Ja, bringt jetzt nicht so viel Geld, aber... Ja, besser als gar nichts, ne? Bevor wir da stehen, alle tot sind, wir können ihn nicht mehr wiederbeleben, weil wir keine Kohle mehr haben. Wäre doch blöd, oder? Lederkappe. Oh, 60 Goldmünzen. Das war eine richtig wertvolle Lederkappe. Schal. Na gut, das war's, mein Freund. Jetzt checken wir nochmal kurz die Items, die wir dabei haben. Wir brauchen nämlich Heilkräuter. Eine Menge Heilkräuter. So, guck mal hier. Ja, willkommen im Warenladen. Ich möchte gerne etwas kaufen. Und zwar Heilkräuter. 4, 5 Stück. Gebe ich eine Pick. Pick. Hier, Pick. Ich möchte nochmal 4 Heilkräuter. Gebe ich an Red. Das müsste jetzt erstmal ein Stückchen reichen. Nein, das reicht. So. Jetzt gehen wir. Ihr seht jetzt auch noch die Überbleibsel von meinem letzten Save. Von meiner letzten Aufnahme. Da seht ihr ein paar Screenshots davon. Toll. Speichern. Hoi, jetzt kriege ich auch noch ein Google Plus Ding. Das ist gerade von Kumpel. Nice. Ich werde wahrscheinlich auch mal LOM Picator Dingens auf Google Plus so mal richtig starten. Mal gucken. So, jetzt müssen hier gleich Gegner kommen. Ja. Ihr werdet ihr mal sehen, wie krass die Motten hier noch sind. Nein. Mary macht hier einfach mal ein lecker Knisterchen und dann sind die alle kaputt. Ich hab mich verpuppt, Alter. Oh. Wie ich gerade feststellen muss, sind unsere HP relativ wenig. Deswegen ist die Mary auch gleich vor Schreck umgefallen. Hups. Ich hoffe, jetzt kommen nicht mal so viele Gegner. Nee, lass einfach. Ich mach's einfach mal. So. Oh, geil. Seht ihr auch unseren Charakter nicht mehr? Ich sehe ihn auch nicht mehr. Da ist er wieder. Das war jetzt ja ein netter Bug. Kommt ja auch nochmal, wenn ich jetzt nochmal lade? Nö. Nö, 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 nö. Nicht reproduzierbar. Also ein Emulatorfehler nehme ich da mal an. So, willkommen in der Herberge. Das kostet Geld und dann kannst du hier lecker schlafen. So. Dankeschön. Halt. Saving. Gut. Shave the Queen, wie man so gerne doch sagt. Welch Frevel. Welch Frevel. Ah, da sind die fucking Krabben. Weil das so toll ist, wenn wir die gleich mal tierisch angreifen. Ach, die sind auch noch auf 2er, was denn das? Weil ich so reinhauen, gibt es erstmal eine Mega-Stärkung. Habe ich die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht so schlecht. Also, wenn die Krabben das machen und man kriegt die kaum noch platt, dann ist das echt gut. Ja. Ja, natürlich. Und die anderen, die greifen ja nicht an. Boah, what the fuck? Knister. Auf Krabbe. Angriff auf Krabbe. Angriff auf Krabbe. Magie. Und Knister auf Krabbe. Mann. Ach, 7 Schaden. 17, 19 Schaden. Oh, eine Krabbe ist down. Das ist total der Hammer, ey. Ich darf das hier nicht verschwenden. Greifen wir schon mit den Krabben an. Vielleicht greift die große Krabbe nochmal an. Den anderen, der Knister. Nein! Das war natürlich echt Panne. Aber ihr kriegt das schon mit, wie krass die hier sind, ne? Guck mal, guck mal. Angriff. So. Also die hauen echt rein. Aber geben auch massive Erfahrungspunkte. Und deswegen ist Mary jetzt schon Stufe 11. LP-Maximum steigt. Und so weiter und so weiter. Hat jetzt Mary ein Dingens gelernt? Magie-Pick. Heilung kostet 3 MP. Lohnt auch noch nicht so richtig. So, gehen wir mal ein Stückchen zurück. Und werden nochmal ein bisschen kämpfen hier. Was haben wir noch für Gegner? Natürlich nur die Minuten. Ja, die kriegen wir also. Hopp, hopp, hopp. Geil. Aber 41 Erfahrungspunkte auch nicht unschlecht. Ungut. Hab ja. Och nein. Ich wollte da nicht rein. Hab da hier so ein bisschen Bammel vor.
weil die Gegner ja doch relativ hardcore sind. Haha, hardcore, ha. Okay, Pick greift die Wampatze an, Red greift die Krabbe an, Kill Bill die Wampatze, Mary macht Zauber auf die Krabbe. Gleich down. Magie. Heilung. Auf die Schwertspieler. Item. Nee. Angriff. Auf die Wampatzer. So. Item. Heilkraut. Mary. Mary macht Magie mega stark. Sehr gut. Ja. Mega stark. Verdammt, Axt, ey. Das ist total. Um 110 Punkte wollt ihr mich veralbern. Oder habe ich mich verlesen? Um 110 Punkte? Nein, das gibt's nicht. Ihr wollt mich doch veralbern. Okay, jetzt haben wir alle volle Möhre auf die Wampatze ein. Außer Mary macht einen lecker Knister auf die Krabbe. Boah! Natürlich! Ja, natürlich! Boah, das gibt's nicht. Na. Ich glaube, das Vieh kriegen wir heute nicht mehr platt, du. Können wir mal die Krabbe an. Na? Ein Schaden, Alter. Ein Schaden. Können wir fliehen? Der Weg ist versperrt. Was? Ey, ist unmöglich. Nein, das geht überhaupt nicht. Magie. Teleport. Nicht genug MP, oh Mann. Das wird jetzt echt scheiße. Wir werden jetzt wohl ein Game Over erleben müssen. Oh, halt. Items haben wir irgendwas. Na, darn it. Man, Red kann natürlich wieder mal nicht zaubern. Betrüger gehalten. Ja, Betrüger-Guide. Wir werden jetzt so sterben. Die Wampatze macht uns tot. Die Wampatze macht uns tot. Zum Glück haben wir vorher gesaved ein bisschen. Boah. Ja. Hammer. Oh, cool. Pick, du armes Ding. Wie konnte dir das nur passieren? Ich möchte dir noch eine Chance geben. Pick braucht noch Erfahrungspunkte. Red auch, Kill Bill auch und Mary auch. Soll ich deinen Fortschritt für dich speichern? Jo, kannst du machen, mal. Dahin. Ja, ich möchte auch weiter. Pick ist ja jetzt nichts mehr. Ich weiß, vorsichtiger. Oh, alle tot. Wie will ich noch meine ganze Kohle bei? Könnte jetzt ein wenig mies werden, nicht wahr? Also soll ich mich in Zukunft nur noch auf die Krabben konzentrieren? Ich will jetzt wissen, wie viel Geld ich da noch am Ende übrig habe, wenn ich das so mache. Das ist ja unmöglich. Das geht ja gar nicht. Das ist total Overkill, ey. 110 Punkte auf die Wampatze, natürlich. Damit ich die überhaupt nicht mehr... Ey, konnte ich überhaupt nicht mehr angreifen, ja, ey. Alter. Beleben. Red. 150 Münzen, na gut. Die haben wir für Red. Ja. Okay, ja, ich möchte noch beleben, und zwar Mary. 130 Münzen, okay. Los, weiter. Beleben. Kill Bill. 110, ey, krass. Hier sind noch alle alive, das ist ja toll. Und eine Goldmünze haben wir noch. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Mann. Da werde ich nicht drüber fertig, ey. Also ihr seht, hier ist noch eine Menge Trainingsbedarf, würde ich es mal nennen. Ja, das kommt wahrscheinlich hin. So. Angriff auf Krabbe, 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 Magie, Knister auf Krabbe. Illusion! Natürlich! 110, 110, oh, was?
Los, weiter. Immer ruf. So, ich bin mal gespannt, ob ich die jetzt hier kaputt kriege. So wie es aussieht, nicht. Ja, greift erstmal den dann natürlich. 6 Punkte Schaden. 16 Punkte Schaden. Boah, ey, was ist denn hier los, Mann? Das ist total Overkill. Ist doch 1 Punkt Schaden. 19 Punkte, 17 Punkte. Oh. 91. Goldmünzen erhalten. Jaha! Okay, Leute, wie ich gerade so feststellen muss, ist der Part auch schon wieder vorbei ein wenig. Gehe ich nochmal hier rein. Und werde mich hier vor dem Dorf von euch verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Level Dragon Quest 3. Ne, ich werde das wahrscheinlich dann rausschneiden. Ja. Also, bis dahin, macht's gut und tschaußen!